Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von Imperion Galactic Survival. Ich bin jetzt gerade noch auf dem Weg zurück und jetzt habe ich mich verlaufen, wo ich eigentlich hin wollte. Da müssen wir hin. Da ist unser komischer Startcontainer. Wir haben auch noch ein bisschen Nahrung. Ja, wir versuchen, ich weiß noch gar nicht, was ich hier überhaupt versuchen muss, aber primär wird wahrscheinlich wohl das Ziel sein, das können wir nicht abbauen, schade, uns erstmal irgendwie so eine Art Versorgungsbase zu bauen. Oh Gott, ich bin schon wieder außer Atem. Slow. Mo. So. Hier können wir hin. Und ach, guck mal, hier haben wir doch auch noch irgendwas. Hier ist der Fraktionskern. Ah, ich verstehe. So, wir können doch bestimmt ein bisschen was essen, oder? Ja. Bisschen was essen können wir. Ich würde sagen, hier können wir erstmal das hinmachen. Und dann bauen wir erstmal hier den portablen Konstruktor auf, um erstmal zu gucken. Ah, ich verstehe. Hier ist eigentlich nur, glaube ich, das abgestürzte Raumschiff. Das heißt also, wir müssen unsere ganze Chose jetzt draußen irgendwo aufbauen. Ja, herzlichen Glühstrumpf, Glückwunsch. So, was können wir denn hier machen? Alles, aber auch nichts können wir machen. Das ist natürlich, ja, super. Ne? Achso. Ach, wir müssen die ganzen Sachen noch eben hier reinpacken. Ah, stimmt, da war ja was. Eine Kraftstoffzelle. Und Regenerationspack. Schotter, ja. Kupfererz. Guck mal einer an. Da können wir uns also schon mal die ersten Sachen machen. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir hatten doch hier einen Skillbaum. Guck mal einer an. Treibstofftank. Also wir haben 25 Punkte, die wir jetzt ausgeben können. Gucken wir doch mal. Einen Aufzugsblock können wir schon mal machen. Pflanzenlicht, kleiner Konstruktor. Da haben wir doch schon mal. Jetzt haben wir nur noch 20 Punkte. Ein Nahrungsmittelprozessor. Klingt eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Solarzellen können wir schon. Selbstschussanlage für Spieler. Nehmen wir auch mal. Jetzt haben wir nur noch 12. Werkzeuge. Multi. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, was ich hier noch so alles brauche. Ich meine, wenn es danach geht, bräuchten wir eigentlich alles. Ja. Und diverses. Was haben wir denn da? Portable Konstruktor. Ja, wir haben zwar einen, aber. Ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht. Alles noch so teuer. Alles noch so teuer.
Konstruktor groß. Ich würde sagen, dann wird der wahrscheinlich wohl eher noch. Ach, der. Oh. Okay. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen gehabt. Na gut, jetzt haben wir noch 3 Punkte. Haben wir noch irgendwas, was 3 Punkte braucht oder frisst oder benötigt? 3 Punkte, komm, 3 Punkte. Irgendwas haben wir doch bestimmt noch, was 3 Punkte kostet. Dann haben wir die auch schon mal weg. Den haben wir. Scheinwerfer. Wer braucht Scheinwerfer? Ah, nehmen wir das. So, und somit haben wir keine Punkte mehr. Wir haben kein Schiff. Oh doch, wir haben. Ach, guck mal an. Ich habe hier sogar noch. Ja, noch aus dem alten Game habe ich nur sogar noch alte Sachen. Das können wir dann sozusagen da einfach so hinzufügen. Ich höre. Ich drücke immer die Tab-Taste. Ich weiß nicht warum. So. Wir brauchen natürlich jetzt auch noch Sachen, wo wir, womit wir Sachen herstellen. Wir brauchen Sachen, um Sachen herzustellen. Das ist natürlich sehr logisch. Wir brauchen jetzt natürlich auch noch irgendwie einen Platz für. Für unser neues Zuhause, beziehungsweise eine Örtlichkeit. Und B, brauchen wir Ressourcen. Würde sagen, wir gehen jetzt erstmal schlafen. Ich kann nur nachts schlafen, das ist natürlich logisch. Hier können wir nichts machen. Und wir haben hier auch keinen weiteren Storage-Container. Dieser Waffe kannst du kannst du das Ziel nicht beschädigen. So. Dann haben wir hier auch schon mal was. Und damit alles hier noch schöner aussieht, machen wir uns erstmal die Bude ein bisschen kaputt. Das dauert und dauert. Ist halt die Frage, kriegen wir denn auch die Materialien davon? Ja, Tatsache, wir haben wieder ein bisschen mehr Materialien. So, können wir jetzt schlafen? Oh, das ist schön. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Wir können schlafen. Das ist super. Dann würde ich sagen, suchen wir uns jetzt noch mal eine nette Örtlichkeit und ja, dann. So. Apropos Örtlichkeit. Hatten wir irgendwie da noch die Möglichkeit. Okay, nee, das wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich jetzt auch nicht. Ich drücke U und er macht dieses Geräusch. Ich habe keine Ahnung warum. Ich wollte doch eigentlich gucken, ob ich Sachen craften kann.
Nicht aber aus dem Schnellzugriff, das ist okay. So, die blöde Sache ist jetzt natürlich, dass wir diverse Sachen hier schon haben, die uns kaputt gegangen sind. Also müssen wir gucken, ob wir die jetzt nochmal neu irgendwie gesammelt bekommen. Das ist nun ein Blatt. Das konnten wir nicht abbauen. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal so Richtung Small Wreck und erkunden nochmal so ein bisschen die Gegend. Und suchen uns dann nochmal so eine nette Location, wo wir dann auch bauen können. Und weil es ja leider jetzt gerade so ist, werden wir wohl nichts anderes machen können, als dann auch später leider Gottes in der Nacht durchbauen. So, was brauchen wir denn dafür? Benötigt zwei Protein. Pflanzenproteine. Fallsdatum und Co. Stellen wir erstmal dich wieder auf Verteidigung. Ich meine, solange wir die nicht angreifen, greifen die auch nicht an. Ah, guck mal, das ist wieder gewachsen. So, wir haben wieder Sachen, aber nicht die Sachen, die ich gerne hätte craften wollen würde. Da haben wir so einen Triceratops oder was auch immer das für ein Teil ist. Ich gehe jetzt einfach mal jetzt so weiter Richtung Norden gleich. Und ich habe gerade innerlich so einen Schluck auf. Ach, Gewürze haben wir. Okay. Interessant. Ei. Wenn du nicht angreifst, greife ich auch nicht an. Das ist gut. Seht ihr, wir können auch in einer friedlichen Koexistenz zusammenleben. Oh, wir sind jetzt hier im Grasland, Gebirge bzw. Biom. Da vorne hatten wir noch irgendwas. Ja, solche Sachen können wir immer noch nicht machen. Eine blöde Sache. So. Übrigens auch schön, wie sich hier die Sachen so schön spiegeln. Nicht spiegeln, aber hier die Sonnenstrahlen reflektieren. Und hier kriegen wir noch mehr Honig. Keine Ahnung, wofür wir später den Honig hier noch gebrauchen können, aber ich sammle ihn jetzt einfach mal. Oha, da vorne ist wieder so ein böser, böser Typ. Wie war das nochmal so Richtung Norden laufen? Da sind auch noch welche. Aber die sehen mir an sich friedlicher aus. Ja, ist ja gut. Ich tue euch nichts und ihr tut mir auch nichts. Also von daher würde ich sagen, ist die Welt doch noch alles im friedlichen Bereich. Guck mal, hier haben wir wieder Honig.
Da haben wir auch wieder Honig. Jetzt können wir einfach mal eben wieder weiter nach Norden. Wie sieht es denn hier kartentechnisch gerade aus? Guck mal, hier hatten wir ein Pfützchen und hier oben kommen wir auch nochmal so eine Richtung Pfütze. Ja, was heißt Pfütze, aber sieht mir aus hier wie so eine Art Oase. Oha, oha, ich glaube, da habe ich was getriggert. So. Und Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Was hatte ich jetzt gesagt gehabt? Ach, da gehen wir gerade schon so drauf zu. Sieht ja in Ordnung aus. Gucken wir uns doch mal diese wunderschöne Oase an. Hier haben wir solche Sounds-Ambiente. Oh, und ab und zu fängt das bei mir auch so ein bisschen an zu laggen. Oder beziehungsweise ruckeln. Da bleibt halt nur so ab und zu mal so das Bild bei mir stehen. Ah, ich glaube, jetzt können wir. Nee, die konnte man so nicht aufnehmen. Aber wir haben hier Sachen, die wir immer noch nicht verarbeiten können. Das ist blöd. Was war das? Das müsste, glaube ich, Gemüse gewesen sein. Ja, Gemüse. Gut, das heißt also, wir brauchen noch mehr von denen, damit wir weitere Sachen davon herstellen können. Oh, wir können wieder einen. Doch nicht. Doch, da ist ein Schokoriegel. Alter, was sind das denn für Viecher? Seid ihr aggressiv? Ja, die sind aggressiv. Wo? Standbild. Und der hat mich ein wenig HP gekostet. Das sollte normalerweise nicht sein. Ich glaube, ich werde erstmal ein Schlückchen HP-Saft nehmen. Gut, dann werde ich mich wahrscheinlich wohl auch mal hier aus der Abteilung fernhalten. Okay, da haben wir wieder aggressivere Leute. An sich, aber der Teich ist schön groß. Also hier könnte man ja schön bauen. Es ist halt nur die Frage, ob es sich lohnt. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig.